Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir sind hier in der welche waren wir jetzt? Hier in diesem Dungeon auf jeden Fall. Boah, habe ich jetzt total vergessen, welche Dungeon wir jetzt hier sind. Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Bären. Haben wir hier unten? Nein! Boah! Wieso bin ich hier runtergesprungen? Wieso bin ich hier runtergefallen? Nein! So. Okay. Jetzt habe ich noch geschafft, mich zu retten. Ist da unten noch jemand? Ich weiß es nicht. Ich weiß es jetzt nicht. Warum bin ich jetzt hier runtergefallen? Hier geht's weiter. Okay, was ist denn hier? Der hier. Okay. Wir müssen hier auch alles erstmal mitnehmen. Ach ne, Spinnen. So, anscheinend gibt es hier nichts mehr, was weiterführt, oder? Hoppala. Anscheinend nicht. Aber das hat mich jetzt gerade echt erschrocken, dass ich da einfach runtergefallen bin. Dass ich nicht einfach so normal angehalten bin. Hier ist anscheinend keine Tür. Aber ich höre da trotzdem irgendwen durch die Wand. Die haben mich entdeckt. Ja, kämpft ihr mal erstmal gegeneinander. Ich habe keine Ahnung, was das hier jetzt gemacht hat. Ich sehe es nicht, was das hier macht. Aber ich will hier jetzt auch nicht direkt runterspringen. Vielleicht finden wir hier noch einen anderen Weg, der hierhin führt. Ja, wir suchen uns einen anderen Weg. Hier kommen wir erstmal, glaube ich, nicht weiter. Also zumindest nicht weit genug, ohne ja, runterzuspringen, sagen wir mal so. So, dann gehen wir mal hier hin. Hier oben waren wir noch nicht. Okay, wie weit hoch geht's hier noch? Sehr weit auf jeden Fall. So, erstmal nehmen wir alles mit. Ah, okay. Ein fliegender Bär. Hat er einen Levitationstrank verschluckt oder? Ich glaube, der hat wirklich einen Levitationstrank verschluckt. Komm, komm hier hin. An den kommen wir erstmal nicht dran. Ich kann nur hoffen, dass er vielleicht irgendwie runterfällt oder so. Jo, Alter, hat der mich ja schon. Alter. Okay, wo kommen wir hier jetzt an? So. Und wie sieht's hier aus? Was gibt's denn hier? Ich glaube, das ist irgendwie. Hier ist ja noch ein Raum. Boah. Okay, dass der jetzt direkt hier vorsteht, habe ich jetzt nicht erwartet.
Okay. Muss ich mit rechnen, dass irgendwelche Tiere oder Gegner direkt vor der Tür stehen? Also, wo geht's hier hin? So ein Skelett höre ich. Skelettkrieger. Hier geht's auch erstmal gar nicht weiter. Und der ist wahrscheinlich hier drinnen. Warte, was habe ich jetzt eingesammelt? Iron Dai Katana und Adamantium War Axe. Da unten haben wir einen Bär. Und wir sind hier wieder in einem komplett neuen Bereich. Ah, wir sind jetzt hier, wo wir runtergefallen sind. Ich würde da jetzt aber nicht runter, also rüberspringen wollen. So ein Glück, wie wir vorhin hatten. Am Ende fallen wir ja noch komplett runter. Oh. Wir sind hier. Okay, dann... Wenn wir hier direkt am Eingang sind, dann können wir hier auch einmal alles abladen, würde ich sagen. Alles, was wir eingesammelt haben. So, was haben wir hier? Ja, den packen wir auch mal da rein. Und nochmal ein Safe Game. Nein, oh, ich dachte schon, ich fahre runter. Okay, wo haben die Türen aufgemacht? Okay, also hier waren wir schon. Wir sind einfach wieder im selben Bereich wie vorhin. Gab es hier noch irgendwo? Irgendwie was weiterführt? Ne. Glaube nicht. Da hinten haben wir aber auf jeden Fall eine Tür. Ich will hier aber jetzt noch nicht runterspringen. Würde ich sagen, wir gehen den kompletten Weg noch. Hier haben wir eine Tür übersehen. Kommt denn das? Aber hier ist keine Tür in dem Raum. Okay, so kam das mit dem Bären zustande. So hat er fliegen gelernt. Wenn wir das Ding hier wieder bewegen und da oben drauf achten, jetzt fliegt er. Alles klar, jetzt weiß ich, wie das zustande kam. Und wofür die Hebel sind. An dem werden wir eh nicht mehr rankommen, also lassen wir den da in Ruhe und Frieden dahin vegetieren. Wir können dem eh nicht helfen, weil der sich ja komischerweise nicht mit dem Dings hier bewegt, mit dieser schwebenden Plattform. So, dann fehlt noch der Bereich. Hier hinten. Okay,
Okay, hier gibt es sonst nichts. Schade eigentlich. Und was gibt's denn hier? Auch nichts. Habe ich vielleicht da irgendwo... Da ist eine geheime Tür. Irgendwo. Hier. Okay, hat mir aber jetzt auch nicht wirklich was gebracht. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir in diese Halle, ohne runterzuspringen? Wahrscheinlich durch diese geheime Tür. So, dann hier nochmal hoch. Yo. Okay, super, dass wir jetzt den Kettleplug, die wir vor ein paar Folgen gekauft haben, jetzt hier so einfach finden. So, komm. Ah, und jetzt sind wir hier. So, das nehmen wir auch noch mit. Der hat nichts, der hat nichts. Aber ich habe auch total vergessen, weswegen wir hier sind. Wir waren doch aus dem Grund hier, oder nicht? Geheimtür. Okay, wir müssen wieder nach oben. Egal, wir suchen jetzt erstmal die Tür, von wo wir hier reinkamen. Da ist sie. Und dann gehen wir wieder nach ganz oben. Hier die ganzen Dinge haben wir ja schon fertig, oder? Jeden Bereich. Außer da ganz unten. Anscheinend geht da doch noch weiter, also dieser Bereich. So, und... Ja, das haben wir geschafft. War hier nicht... Da ist der. Einmal wieder alles Außentaschen raus. So, weg. Und weg. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz. Und dann riskieren wir es doch mal, hier rüber zu springen. So, gibt es hier Türen? Nope. Okay, aber zwei Regale auf jeden Fall. Das sind sehr, sehr schöne Regale. Die Spinne hat den gekillt. Okay, gucken wir mal, was hier hinter ist. Nur das.
So. Gibt's hier noch irgendwie was Unentdecktes? Nope. Das heißt, dann können wir hier wieder gehen. Und den ganzen Weg wieder nach oben machen. Boah, ich dachte, ich falle da runter. Nee, hier war es noch nicht nach oben. War es hier? Auch nicht. Dann wahrscheinlich doch hier. Hier, genau. Hallo Bär. Ja, das mit dem Bär finde ich super. War das nicht hier? Nee, da war das. Da hinten war der Geheimgang. Weswegen war ich jetzt hier? Einmal, ja, das haben wir, das kennen wir schon. Nee, jetzt ernsthaft, deswegen war ich jetzt hier. Muss ich jetzt meine eigene Folge nochmal gucken? Um rauszufinden, warum wir hier hingegangen sind. Jetzt kommt's. Ziel ist es, diesen einen Bären, der jetzt hier irgendwo am Fliegen ist, zu töten. Und an den kommen wir erstmal so nicht ran. So, der kann sich jetzt wieder. Hoppla. Der kann sich da jetzt wieder frei bewegen. Jetzt wieder nicht. Was ist denn das für ein blöder Bär? Ja! Jetzt haben wir den. Und wo ging jetzt eine Tür auf? Irgendwo ging eine Tür auf. Nope, hier ist nichts. Hier bringt es mir auch nichts, wieder hierhin zu gehen. Doch, eigentlich schon, weil hier können wir wieder zurück, nach unten. Ja, aber jetzt, weswegen war ich jetzt hier? Egal, dann würde ich sagen, wir gehen. You smell Orks, definitely Orks. Habe ich da nur Orks jetzt vergessen, oder? So. Wir sind ja hier in. Ah, Morodov. Es ist ja orange, das ist eigentlich ein Hauptdingens. Wir wollten das so erkunden, stimmt, weil wir gedacht hatten, das wäre jetzt irgendwie wichtig.
Okay, egal, dann gehen wir hier wieder nach Menevia. Waffe wieder raus. Und haben wir im Wagen irgendwas jetzt Besseres als das, was wir haben? Ne, bisher noch nichts. Können wir das eigentlich verkaufen gehen? Quests müssen wir mal nachgucken. Hier, after you use the time wisely, Bafia, das können wir wegschmeißen eigentlich. Vielleicht müssen wir wirklich nach Vayrest und nach Sentinel zurück. Und kommen da irgendwie mit dem Quest mal ein bisschen weiter voran. So. Da unten haben wir einen Schmied. Gehe ich mal von aus. Der noch nicht offen hat. Toll. So. Was hat er so im Angebot? So, dann alles hier weg. Ich finde es nur schade, dass die hier nicht mehr so schnell die ganz guten Sachen uns hier kaufen können. So, das hier nochmal für den Laden. Buchshop. Das ist aber auch, glaube ich, ein Bücherladen, ja. Bookshops brauchen wir eigentlich nicht. Vielleicht müssten wir hier auch im Palast mit den Leuten mal quatschen. Ah, hier. Einmal kurz nochmal einkaufen. Nix. Nope. Nada. Den können wir nichts verkaufen. Wir haben ja alle schon seinem Kollegen verkauft. So, dem können wir aber was verkaufen. Mal gucken, hat er vielleicht geilere neue Klamotten? Hm, bisher nicht. Hier, der Rotton von der vom Oberteil hier gefällt mir irgendwie am meisten. Oder wir können diese Unterhose hier auch mal kaufen und anziehen. Aber so wie es bisher ist, gefällt mir das am meisten. So, hier nichts. Was haben wir hier? Ebony Longsword, genau. Wir brauchen aber die Katana. So. Da vorne haben wir den nächsten Laden. Was ist denn das? Buchladen. Den brauchen wir nicht. Hier haben wir noch einen Smith. Der hat nichts. Warum haben die immer so viel Iron und so weiter? Ich glaube, die guten Sachen sind einfach generell hier selten. Hm. So, den Laden haben wir noch nicht gemacht. Da hinten, irgendwo.
Der hier. Rückseite. So, dem können wir noch ein bisschen was verkaufen, oder? Ach, haben wir nichts für den? Okay, dann gucken wir aber trotzdem mal hier rein. Nee, danke. Okay. Haben die nichts? Dann die Frage. Wo ist denn... Da ist die Bank. Müssten wir eigentlich hier noch mal kurz nach Westen, dann Nordwesten. Da auch noch mal kurz in den Läden rein. So. So, das müsste ein Laden sein, oder? Nein, das da. Gewürzladen, okay. Dann lassen wir den Gewürzladen mal sein. Und hier. Noch ein Gewürzladen. Dann noch nach Norden. So, hier ist der Laden. Nee. Den wollen wir nicht. Dann nochmal nach Norden. Wie sieht es eigentlich mit unserem Dingens hier aus? Level. 86%. Können wir die eigentlich betreten? Gibt es hier einen Eingang? Ist das auch irgendwie eine Art Dungeon dann? Ich weiß jetzt nicht, ob das gewollt ist, dass die alle jetzt so sind. Denn ich gehe davon aus, dass Friedhöfe, die in der Stadt sind, eher gepflegt werden. Und nicht hier einfach vor sich hin vegetieren. So, was hat er hier? Das brauchen wir nicht. Nee. Osten wahrscheinlich hier, ja. Dann müssen wir noch im Osten einmal alles abklappern. Ich hoffe wirklich die ganze Zeit, dass wir hier irgendwie irgendwas Neues aus Ebenerz finden. Leider kommen wir nicht dazu. Ich glaube, das Einzige, was wir jetzt aus Ebenerz haben, ist das Schwert. Ah, und die Graves. Wir haben zwei Sachen aus Ebenerz. Sonst ist alles eher so momentan jetzt gemischt aus Zwergen, Mithril, Adamantium und Ebenerz. So, hier haben wir den ersten Laden. Ah, den nächsten meinte ich, Entschuldigung. So, nee, bisher noch nichts. So.
haben wir hier noch einen. Ich hoffe jetzt wirklich, der hat jetzt was Neues aus Ebenerz. Ja. Egal. Egal. Dann würde ich sagen, wir zahlen unser Geld in der Bank eben ein. Und dann gehen wir zum Palast von Menevia. So, das hier ist die Bank. Ja, hier. Du, ich möchte Geld einzahlen. 5, 9, 3, 0, 3. Wie viel habe ich denn? 6274. 6274. Das funktioniert wenigstens. Dann muss ich mal schauen, wie diese Kreditscheine, die wir haben, mal anders ausgebe. Wir haben hier noch einen Laden, den wir noch nicht betreten hatten. Den hier. Den hatten wir noch gar nicht. Und der hat auch nichts. Dann hat sich auch nicht gelohnt. Hier auch nochmal einer. Ebony Daikatana. Ja, das ist aber nicht das, was ich brauche. Der ist zweihändig. Wir brauchen den einhändigen davon. Die Einhandwaffe. Den normalen Katana, nicht den Daikatana. Wo haben wir den Palast? Da im Süden. Rennen wir halt ein bisschen dahin. Achso, hier, Tempel. So, gehen wir hier mal rein. Vanana Hawcroft. Okay, hier ist die Musik auf jeden Fall interessant. Die Musik habe ich bisher noch nicht gehört. Parrot Hawkhouse, okay. Vielleicht oben. Irgendjemand Wichtiges muss hier doch sein, mit der ich reden kann, ne? Alyssa Woodford. Muss aber auch sagen, die Musik hier gefällt mir ein bisschen mehr. Okay, ich kann hier mit niemandem quatschen für eine Quest. Okay, dann machen wir das halt anders. Dann gehen wir vielleicht wieder zurück nach Vayrest. Müsste hier irgendwo gewesen sein. Da. Ah, bevor wir nach Vayrest zurückgehen, erstmal das ganze Geld wieder zurück außen. Außer Bank holen. Wird wieder richtig kacke aussehen, ja, ich weiß, aber ich habe die Vermutung,
dass wir die und die verschwunden haben müssen, damit wir hier ein bisschen, ja, besser, ja, damit wir mit der Quest weiterkommen, vorankommen. Sag ich mal so. Und von die, der Brief von Daggerfall ist ja auch verschwunden. So, dann holen wir uns unser Geld zurück. Können wir 40.000 mitnehmen? Okay. So, Wagen. Go. Ich hatte hier noch Ingredient. Nein. Ah, warte. So. 40.000. Und nochmal so. Ich könnte eigentlich sogar ein bisschen mehr mitnehmen. Ich versuche nochmal mit 45. Okay, 45 wird nicht funktionieren. Dann bleiben wir bei 40.000. Erstmal. So, tut mir leid, dass ich euch das hier wieder antun muss. Aber, ja. Ich will diesen Loan hier eher nicht machen, weil ich denke, dass ich da Zinsen drauf zahlen muss. Hier nochmal. So, und dann hier 14.033, okay. Wie sieht's mit dem Wagen aus? Der hat noch ein bisschen Platz. Jetzt ist die Frage, wird der ganze Rest hier auch noch passen? Jo, passt. Und jetzt noch ganz schnell die Ingredients verkaufen. Wo ist der nächste Gewürzshop? Ich glaube da. Dann muss ich die Kräuter eben noch schnell verkaufen. So, ja, da kommen wir schon. So, hier ist der Markt. Jetzt suchen wir einen Laden mit so einer Trinkflasche drauf. Den wir hier nicht haben, aber dafür zwei Klamottenläden oder wie? Ne, nur einer. Wo war denn der? Hier, ich glaube, da war das. Der Kräuterladen. So. Hier. Ja, die nehmen wir mit. Und dann würde ich sagen, geht's für uns erstmal wieder nach Vayrest. Und ich hoffe tatsächlich, dass wir hier ein bisschen jetzt mal vielleicht mit der Hauptquest vorankommen.
Vielleicht machen wir hier auch noch mal kurz ein Safe Game auf die 1, weil wir jetzt hier sind in Verest wieder. Und auch noch einmal vielleicht kurz zur Bank gehen, dass erstmal alles... Ne, wir gehen noch nicht zur Bank. Kann sein, dass wir hier noch nicht vorankommen. Und dass wir vielleicht wieder nach Sentinel gehen müssen oder so. So, jetzt lädt's. Okay, hier hat es ein Weilchen geladen. Ich bin hier aber immer noch ein Common Citizen. Das ist gut. Hier und da haben wir... Ne, das ist Elisdana. Das war ja Morgia. Prinz Morgia, good day to you, Max. Okay. Was mit Barencia? Die hat keine Quest für mich. Was mit ihm? Der hat bestimmt wieder Warte. Wer ist denn das? Halfsmith, okay. Ich glaube, der hat eine Quest. Ne, doch nicht. Lord Darkwolf. Ich glaube, hier haben wir erstmal alles. Ja, dann vielleicht erst einmal zurück nach Sentinel. Hier oben. Toll. Spellbook, machen wir das. Ja, sind aber immerhin genug Menschen da. Ich brauche jetzt niemanden zu jagen, ne? Dann gehen wir vielleicht ein bisschen außerhalb von hier. Ah nein, wir können ja in eine Kneipe gehen. Stimmt, in eine Taverne. Wo ist denn hier die nächste Taverne? Hier irgendwo. Das heißt der, oder? Ja. So, wo haben wir den Wirt? Hier. Room. So. Dann pennen wir 24 Stunden mal durch. Wie sind Feinde in der Nähe? Borgia said I find you here. Die, Gerings. So. 24. Kann ich mal eben ganz kurz entzaubern und dann so. Jetzt müsste es besser gehen, oder? Ach da. So, nee, das nicht. Bleibe ich jetzt so? Nee, wie spät haben wir's? Dann vielleicht noch mal 8 Stunden. 8 Stunden müssten reichen. Ja.
gibt gleich definitiv genug zu looten, auf jeden Fall. Nein, nicht das. Jetzt müsste ich hier aber so bleiben, oder? Ich hoffe. So, Loot nehmen wir mit. Ist ordentlich, was die Jungs hier fallen gelassen haben. Kann ich hier das ein bisschen... Yo. Ah, okay. Irgendwas muss ich doch hier noch ablegen können. Gold. 2148. Ah, okay, aber das hat jetzt gereicht. So, dann... Was sagt die Uhr? 4.50 Uhr. Pennen wir nochmal für 4 Stunden. Okay. Mehr können wir hier nicht pennen. Dann würde ich da gehen. Und da, ach so, das ist ein Tempel. Dann würde ich sagen, wir gehen in der nächsten Folge den ganzen Stuff jetzt mal verkaufen. Eventuell einlagern auf. Das Geld, meine ich. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.